wir waren zum Brand in der Sauna. Alarmiert ist worden, vor allem bei den Hufen und Weißenberg. Beim Eintreffen ist der Bademeister rausgekommen und hat gesagt, dass wahrscheinlich ein Kabelbrand ist. Wir sind in den Oberschutzlupe ist reingegangen und hat dann eine Verkleidung runtergeschafft, weil auf der Decke hat man im Rauchwasser gesehen. Und dann hat man festgestellt, dass es wirklich ein Kabelbrand ist. Und der ist dann gelöscht worden mit einem CO2-Löscher. Gelüftet wird das ganze Gebäude.